Wir sind Backstage mit Johnny. Johnny, stell dich doch mal vor. Hallo, ich bin Johnny Armstrong. Was machst du? Wie alt bist du? Ich bin alt genug, dein Vater zu sein. Also überlege es dir nicht. Ich mache Comedy. Und ja, ich weiß nicht, Leute lachen. So, es muss lustig sein. Du bist nicht so alt, dass du mein Vater sein könntest. Ich bin älter als du. Nee, das stimmt nicht. Auf gar keinen Fall. Wollen wir wetten? Ja, wetten wir eine Tasse Kaffee. Drüber. Kleine Tasse Kaffee. Ich bin 40 und du? Oh, ich bin 39. Ich habe gewonnen, ich habe eine kleine Tasse Kaffee gewonnen. Okay, da, bitte. Dankeschön. Ich habe eine sehr uncharmante Frage, aber dieser Bart ist natürlich ein Frauenfänger. Denkst du? Denkst du, es sind ein paar Frauen hier drin gefangen? Ich weiß es nicht. Am häufigsten werde ich von Männern angebaggert. Ich hatte einen Unfall eigentlich und ich könnte eine Zeit lang nicht rasieren. Man sieht hier eine Narbe. Und Leute sagten danach, ich sehe kuscheliger aus. Nicht mehr so wie ein Hooligan. Ich hab sie gefragt, warum hast du mir vorher nicht erzählt, dass ich wie ein Hooligan aussah? Und sie sagten, wir hatten alle Angst vor dir, Johnny. Ich bin böse. Darf ich mal anfassen? Natürlich. Darf ich dein Bart auch mal anfassen? Nee. Voll rasiert, Mensch, ey. Echt. Warum machst du mit? Comedy ist schwierig so zu beurteilen mit einem Wettbewerb. Ich meine, es ist Kunst, es ist subjektiv. Aber es gibt nichts anderes für Komiker als solche Wettbewerbe, wo man teilnehmen muss und Preisen gewinnen. Es gibt keinen Führerschein für einen Komiker. Man sagt, oh, ich habe so und so solche Preise gewonnen. Und deswegen mache ich mit. Ich habe nicht genügend Pokale in meinem Pokalschrank zu Hause.